Hallo und herzlich willkommen zurück zum Skispringen. Wir spielen jetzt den RTL Mix Cup, aber bevor es losgeht, werden wir noch mit Andy Wellinger die Quizshow machen. Die anderen beiden habe ich schon ins Training geschickt und ich denke mal, wir werden auf jeden Fall auf der allerersten Schanze gleich, ist nämlich eine kleine Schanze, den Schanzenrekord brechen. Jetzt gehen wir mal ins Quiz rein und wir schauen, wie hieß der berühmte Klöckner von Notre Dame? Quasimodo, Odo, Frodo oder Bodo? Das war natürlich Quasimodo. So, welche Athleten sind bei einem Weltcup-Skispringen gesetzt? Die 15 Punktbesten, die Bestaussehenden, die Jüngsten, je einer pro Nation. Inzwischen sind es ja nur noch die 10 Besten, aber damals waren es noch die besten 15. Was ist das Besondere an der Skisprungschanze von Bad Mitterndorf? Eine reine Frauenschanze, letzte Schanze ohne Fahrstuhl, älteste Schanze in den Alpen oder die größte Naturflugschanze der Welt? Das ist die größte Naturflugschanze. So, jetzt haben wir schon 1000 Euro. Auf welcher Schanze verzichtete Martin Schmidt bei der Skisprung-WM in Val di Firme auf den Start? Ich würde mal sagen auf der K90. Ja, gibt auch am meisten Sinn. Was tragen Eisschnellläufer, damit man sie während des Rennens unterscheiden kann? Verschiedenfarbige Anzüge, Startnummern, grüne und blaue Schlittschuhe, rote und weiße Armbinden. Verschiedenfarbige Anzüge muss doch gar nicht sein. Ich würde sagen Startnummern. Was? Rot und weiße Armbinden? Okay, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber Eisschnelllaufen gucke ich auch nicht so gern. Gut, da war ich komplett raus. Naja, okay, haben wir wieder kein Geld verdient. Macht nichts. Andy Wellinger. Dann zeige ich euch mal die Schanze, die wir jetzt gleich runterspringen. Ist wie gesagt eine kleine Schanze. Aber da können wir jetzt mal. Rekord ist 90 Meter. Von Andy Goldberger, der hier, ich glaube, Anton Silbersee oder sowas heißt. Den werden wir dann quasi in der Profiliga nächste Saison, den werden wir über den Weg springen. Die Wetterbedingungen sind leider nicht perfekt. Wir haben nicht besonders viel Aufwind, was aber gar nicht viel macht, weil die Schanze so klein ist, dass man da mit viel Sprungkraft auf jeden Fall weit kommt. Da sieht man schon, dass wir eigentlich über die rote Linie locker drüber springen. Telemark-Landung schaffen wir auch. Mal schauen, 94,5 war ich eben. Das waren 93,5. So, jetzt natürlich trotzdem wieder ein neuer Weitenrekord, weil der natürlich nicht zählt. Der wird im Spiel nicht gespeichert, weil es ja nur ein Trainingssprung war. Aber spätestens im zweiten Durchgang, wenn wir aus der vierten Luke starten, da werden wir ordentlich an die 100 Meter rankommen. Das wäre dann sogar Hill-Size. Deswegen habe ich jetzt hier auch mal Sprungkraft unseren Jungs auferlegt. Da geht Andy Wellinger jetzt auch richtig ab bei der Sprungkraft. Und dann gehen wir direkt in den Wettkampf rein, weil auf kleinen Schanzen ist es natürlich ausschlaggebend. Und wir sehen Oberstdorf, der RTL Mix Cup. Da werden jetzt 4 Springen hintereinander im Modus der 4-Schanzentournee gemacht. Dann würde ich sagen, machen wir nämlich auch die Qualifikation. Die Schanze liegt uns ja auch, sieht richtig cool aus, 108,5 Punkte. Die Konkurrenz springt auch relativ weit. Wir starten mit Andy Wellinger, der von der Sprungkraft her am stärksten ist. Allerdings ist er natürlich auch am dicksten. Das darf man nie vergessen. Ich finde cool, dass hier auch die kleinen Schanzen im Spiel dabei sind. Im Profi-Weltcup wird es die ja leider dann nicht mehr geben. Die kleinen Schanzen, die sind ja da mehr oder weniger ausgestorben. So, mal schauen, wie weit wir kommen. Ja, war super. Und damit haben wir auch schon unseren Schanzenrekord geholt. Mal schauen, 95,5 Meter. 128 Punkte. Wenn wir hier jetzt natürlich noch mit einem Topspringer runterspringen würden, dann würden wir wahrscheinlich mit dem Kopf im Schnee landen, und zwar hier in der Tribüne. So, 128 Punkte, das muss jetzt erstmal von Severin Freund geschlagen werden. Wie gesagt, da man hier so schön weit springen kann, machen wir mal die Quali. Mal schauen. Absprung noch besser getroffen. Der geht noch weiter. Boah, kommen wir jetzt schon fast an die 100 Meter ran. 96,5 Meter. Nochmal einen draufgesetzt, die Haltungsnoten auch gut, und wir hatten eigentlich ein bisschen schlechteren Wind, weil der Wind von der Seite reingepfiffen ist. Man hat das gesehen. Die Skier haben ein bisschen geschlagen. So, Richard Freitag, der Führende im Gesamtweltcup. Letztes Jahr immer noch der weinende Dritte. Jetzt ist er der lachende Erste. Mal schauen, wie weit er hier kommt. Mit seinem schönen, in Anführungszeichen, roten Anzug. So, der sieht auch gut aus. Ja, der war auch ordentlich. 96 Meter, wahrscheinlich keine Bestwerte. Nee, da ist er auf Platz 2. Genau zwischen Severin Freund und Andy Wellinger. Er ist auch etwas enttäuscht, aber das waren schon 3 gute Sprünge.
Da sehen wir auch Lech Lewandowski, der kleine Bruder von Robert. Konstantin Kolbinger führt und jetzt gilt es natürlich, das auch im Wettkampf zu bringen. Also 96,5 Meter ist quasi das, was wir in der Quali geschafft haben. Mal schauen, ob Andy Wellinger da jetzt nochmal hinspringen kann in die Nähe. Absprung super getroffen. Geht eigentlich richtig gut. Sauber. Sollte da in die Nähe gehen. Jawohl, 96,5 Meter. 130,5 Punkte. Da verbessert er sich nochmal um 2,5 Punkte. Braucht er gar nicht zu lamentieren. Alles prima. War ein guter Sprung. Schauen wir mal von den Werten her. Müsste das ziemlich gut gewesen sein. Start des Landemanövers war etwas früh. Das habe ich auch gedacht. Aber an sich war das ein guter Sprung. Leichte Korrekturen da in der Luft. Ja, die Landung nicht perfekt. 130,5, 14 Punkte sind wir aber vorne. So, jetzt Richie Freitag beim wichtigsten Event des Jahres, der RTL Mix Cup. Sagen wir jetzt einfach mal so. Natürlich keine Ahnung. Ja, der war ein bisschen kürzer, glaube ich. 96 Meter. Haltungsnoten auch schlechter. Sind doch 3 Punkte, die er da verloren hat. Das war der schwächste bislang von allen Sprüngen, die wir gemacht haben. Weil die Haltungsnoten auch etwas schlechter sind. Hat er im Schnitt 1 Punkt weniger bekommen von den Richtern. Und jetzt sehen wir den Sieger der Qualifikation, Severin Freund, der jetzt allerdings bösen Seitenwind hat. Mal schauen, erwarten gerade noch mal ein bisschen, bis der Wind sich dreht. Na, schauen wir mal. Oh, der ist aber gut getroffen. Ja, richtig gut. Au, da bin ich viel zu spät gelandet. Das wird Abzüge geben, 96,5 Meter. Aber die Haltungsnoten machen es dann aus. Da wollte ich zu weit runter. Schade. Aber alle drei noch eng zusammen. Da ist noch alles drin für den zweiten Durchgang. Vorsprung nach hinten ist deutlich. Konstantin Kolbinger aus Österreich. Detlef Blanke, Rudolf Schaller ist ja schwer in deutsch-österreichischer Hand. Der erste nicht deutsch sprechende ist Björn Dimitrev. Und mit dem Vornamen könnte ich mir vorstellen, dass er sogar deutsch spricht. So, Max Heuberger eröffnet. Dann schauen wir mal so ein bisschen durch. Kenichi Kawachi ist auch wurscht. Die Konkurrenz spielt ja leider keine ganz große Rolle. Es wäre natürlich noch cooler, wenn man hier so ein bisschen kämpfen müsste. Das ist leider alles etwas zu einfach gemacht. So, und jetzt starten wir aus Luke 4. Und jetzt wird es einen neuen Schanzenrekord geben. Die 100 Meter sind das Ziel. Wieder geht. Uah! Ja, die 100 Meter sind das Ziel. Ja, das war's für Severin Freund. 101 Meter war's. Damit sind wir sogar über Hilseis gesprungen. Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Das ist ja immer nur in den Testsprüngen so ein bisschen gemacht. Trotzdem noch 16 Punkte Vorsprung. Da bin ich ja immer auf eine Skiflugschanze gegangen, habe den Wind auf Aufwind gestellt, habe den besten Springer genommen, den man hier wählen kann. So. So, das war doch schon deutlich besser. Der war sogar noch mal weiter und gestanden mit 3x19, 102,5 Meter. Das muss erstmal einer hier nachmachen. Ich denke mal, wird ein Rekord für die Ewigkeit sein, weil wir das ja sonst nicht mehr springen werden, diese Schanze. 102,5 Meter. Ups, habe ich daneben geklickt. Wurscht, und jetzt geht es hier um den Tagessieg. Andy Wellinger, der dicke Andy, kann er den Auftakt des RTL Mix Cups gewinnen, unserer persönlichen Vierschanzentournee. Der sieht richtig gut aus. Der geht. Uiuiuiui. Also besser geht's nicht. Der war nochmal weiter. 103,5 Meter. 145 Punkte. Saubere Leistung. Der war richtig gut. Deswegen sind diese kleinen Schanzen am Anfang eigentlich so mit am interessantesten, weil man da auch mal auf Weitenjagd gehen kann. Da hinten ist wieder ein Kampfgeschwader unterwegs. Den Sprung schauen wir uns nochmal an. Der war eigentlich von vornherein richtig gut. Und da sehen wir schon, wie hoch wir noch in der Luft stehen. Saubere Leistung. Schauen wir die Sprunganalyse an. Alles hoch in den 90ern. Start des Landemanövers war noch am schlechtesten, aber ist natürlich dann auch, wenn man so weit da unten in den Auslauf quasi schon reinspringt, etwas schwierig. Dann leider schon relativ große Abstände, rund 20 Punkte auf Severin Freund. Aber der hat im zweiten Durchgang natürlich in den Schnee gegriffen. Also nehmen wir die Punkte mit. Andy Wellinger vor Richie Freitag und Severin Freund. Damit hätten wir den RTL Mix Cup eröffnet. Da sind natürlich jetzt auch
Quasi aus jedem Land ist da noch was dabei. Schauen uns gerade mal den Tourkalender an. Severin Freund leider nur Dritter geworden, aber 250 Punkte in einem Wettkampf. Ach stimmt, das haben wir erreicht. Und dann ist er natürlich auch wieder dick geworden und eine Wette gewonnen. Eieiei. Eine Meldung jagt hier die nächste. Dann geht es nämlich nach Kusamo. Danach geht es allerdings wieder nach Deutschland und dann nach Österreich. So viel zum Mix Cup. So, 38.000 Euro haben wir. Das hauen wir doch direkt mal wieder ins Training rein. Und jetzt schauen wir uns die Schanze in Kusamo an. Relativ viel Wind von links. Da werden jetzt also keine Bestweiten drin sein. Darf man sich gar nicht erst dran gewöhnen, dass man da so deutlich über die rote Linie springt. Peter Semmelier hält hier den Rekord. So, Severin, ab geht die Post. Da sieht man schon Wind. Ach, ekelhafter Wind. Das macht bestimmt keinen Spaß, hier zu springen, aber wir versuchen es natürlich trotzdem mal. Einfach so, weil wir es können. Oh, und schon sind wir zu spät dran. Ah, wir kommen jetzt schon deutlich weiter. War das ein Telemark? Der war ja eher reingeschummelt. Also hier sollten wir doch irgendwie auch Richtung rote Linie springen können, dann im zweiten Durchgang. In Kusamo. Da kommen die Kühe her. Früher ist das Musamo. Ach Gott, nee. So, Telemark hat gezählt. Dann machen wir ein bisschen Fitness und von mir aus auch noch ein bisschen Gewichttraining. Jawohl, hat auch funktioniert. BMI ist nochmal runtergegangen. 25 ist immer noch sehr, sehr hoch. So, 5.000 Euro bekommen und nochmal 1.800 bekommen. Ist ja ein Traum. 37.890 haben wir. Da wird natürlich erstmal gewachst vor lauter Freude. Und wir machen hier auch den Sprung. Mindestens 57 Punkte. Das ist ja schon fast eine Herausforderung. Also wir dürfen nicht stürzen. Und selbst dann kriegen wir wahrscheinlich so viele Punkte hin. Das ist auch eine Hill-Size 142 Meter. Also da kann man schon eigentlich fast fliegen. Aber schauen wir mal, wie weit wir jetzt mit Richie Freitag kommen, der ja weiterhin das gelbe Trikot trägt und das auch eigentlich den kompletten RTL Mix Cup durchtragen wird, weil es ja keine Punkte für den Weltcup gibt. Das ist ja anders als bei der Vier-Schanzentournee, da wird ja doppelt gewertet. Hubala. Ja, der war super. Der könnte an die 110 gewesen sein. 107,5 sind es. Haltungsnoten auch in Ordnung. 95 Punkte. So, noch rechtzeitig abgebremst. Ein Traum. So, müssen wir uns nicht anschauen. War unspektakulär. Wir wollen ja auch eigentlich ins nächste Springen reingehen. Können wir wieder Punkte verteilen. Verteilen wir mal gleichmäßig auf Fitness und Motivation. Und dann geht es weiter zu Andy Wellinger, der das letzte Springen gewonnen hat. 275 Punkte in einem Wettkampf. 22.000 hat er allerdings nur. Dann wird erstmal wieder gewachst und trainiert. Und dann geht es auch nach Kusamo. Zwischen 85 und 103 Meter sollen wir landen. Ja, das denke ich mal machbar. Viel weiter können wir eh nicht springen als 103 Meter. So, und ab geht die Post. Sehen wir auch schon das wunderbare Flutlicht und die leeren Ränge unten in Kusamo, wo es ja eigentlich immer vom Winde verweht ist, das Skispringen. Selten mal, dass das da stattfindet. Ach so. Jetzt habe ich gerade in meinem Gedächtnis gekramt, wann es denn mal stattgefunden hat. Das war ja früher mal der Saisonauftakt in Kusamo. Das hat man aber jetzt geändert, weil es eben zu der Zeit immer sehr, sehr windet. Und es ist natürlich immer blöd, wenn gerade der Saisonauftakt, wo sich so viele Leute dann drauf freuen, auch wegfällt. Deswegen ist er jetzt, glaube ich, in Deutschland der Saisonauftakt. Dieses Jahr, ich verpasse den Anfang ja immer ein bisschen. Ich komme ja auch immer erst etwas später in Wintersportlust. So, da hätten wir wieder ein bisschen abgenommen. Und dann geht es jetzt in den zweiten Wettkampf nach Kusamo. Und da versuchen wir mal so die 100, ja, Rekord 120 werden wir nicht schaffen. Aber schon so in Richtung 112, 13 Meter im zweiten Durchgang sollte drin sein. So, dann lassen wir nämlich den Quali-Durchgang hier mal weg. Wir haben ja gesagt, immer nur das gelbe Trikot darf. Und er hatte gerade super Aufwind. Na, jetzt dreht es gerade nach rechts. Ja, super. Gleich mal verschissen.
Ja, der war nicht gut. Da sind wir ja gerade so über die blaue Linie drüber gekommen, der Konkurrenz. Aber der war vom Absprung her weg schlecht. 87,9 Punkte nur. Na, dann haben wir hoffentlich unseren schlechtesten Sprung schon in der Qualifikation gemacht. Er freut sich trotzdem, weil er gegrüßt wird. Sogar nur Zweiter. So, Severin, das bedeutet, die Konkurrenz ist nicht so schwach. Da müssen wir jetzt schon was draufsetzen und der Wind dreht gerade sehr günstig. Hinten raus leider nicht perfekt im Landeanflug, aber der war richtig weit, 111 Meter schon. Aber da war der Wind auch perfekt, da hat man richtig gemerkt, wie man getragen wurde. 100,3 Punkte, 111 Meter. Ja, das war ein super Sprung. Da kann, denke ich mal, keiner mithalten, auch nicht der dicke Andi. So, der Wind dreht jetzt leider auch wieder zur Seite. Mal schauen, ob wir noch ein bisschen Glück haben. Ja. Das merkt man immer auch, wenn man den Ball immer nach links balancieren muss, dann kommt der Wind eben auch von rechts. Dafür den Absprung etwas besser getroffen. Der geht auch gut. Aber ich glaube nicht ganz so weit. Aber für die Verhältnisse waren schlechter, aber trotzdem war der Sprung eigentlich fast besser. 99,1 Punkte. Wenn es jetzt quasi die Windersatzpunkte gäbe, die es ja heutzutage gibt, dann wäre er in Führung. Wäre eigentlich auch verdient, weil der Sprung besser war. So, was macht die Konkurrenz? Kommt nicht wirklich ran. Und jetzt Richie Freitag, der Wind. Ja, doch, jetzt hat er auch leicht Aufwind, deswegen fahren wir auch direkt schnell los. Mal schauen. Vielleicht kann er ja auch die 110 Meter knacken. Na, Absprung war nicht perfekt. Jetzt muss er ziehen. Ja. Der war auch eine ähnliche Richtung wie Andy Wellinger. Sprung war aber generell nicht perfekt. Genau auch 109,5 Meter. Haltungsnoten ähnlich, aber nur Platz 3 für Richie Freitag. Alle drei knapp zusammen. Der von Andy Wellinger war, wie gesagt, eigentlich der beste Sprung, aber ist nur Zweiter, aber innerhalb von 2 Punkten. Schauen, Detlef Blanke kommt dicht ran, aber es reicht nicht ganz. Das wird hier auch gar nicht im K.O.-Modus gesprungen, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. So, der Wind dreht, Aufwind, Luke 4. Jetzt sind die 115 Meter gefragt. Schauen, ob wir es schaffen. So, Absprung war super. Na. 116,5. Dreimal die 20. Alter Schwede. Der war stark. 116,5 Meter, das ist ein super Sprung. Vor allem jetzt mehrfach die 20, 113,7 Punkte. Das müssen die anderen jetzt erstmal schlagen. Deutlicher Abstand, 15 Punkte nach hinten auf Detlef Blanke, der im zweiten Durchgang aber anscheinend auch einen ordentlichen Satz gemacht hat. So, jetzt kommt der dicke Andi mit seinem goldenen Anzug. Der Wind ist nicht gut. Nee, also hat einfach Pech. Hat man richtig gesehen, wie die Skier hin und her geflogen sind. Naja, 96,6 Punkte nur. Das reicht für Platz 2. Aber er hat im zweiten Durchgang deutlich verloren. 7 Meter. Es reicht nur zu Platz 3. Wow. Okay. Aber das war auch, der Wind war eben so schlecht und jetzt dreht der Wind wieder zur Seite weg. Also die 116,5 werden wir an. Jetzt dreht er wieder nach, ja, jetzt gerade perfekt. Auf geht's. Ja, Absprung nicht perfekt. Ja, komm, der geht. Ähnlicher Bereich, aber ein bisschen kürzer, glaube ich, als 116. Jawohl, 116 Meter sind es exakt. 3 mal 19, 511,3 Punkte. Müsste eigentlich gereicht haben für Severin Freund, oder? Ich glaube ja auch mit den Haltungsnoten, das müsste gereicht haben. Ah, es hat nicht gereicht. 0,2 Punkte. Da waren doch diese halbe Meter, war dann doch nochmal
viel, viel wert. Andy Wellinger nur auf 4. Schauen mal, was das in der Gesamtwertung für Auswirkungen hat beim RTL Mix Cup. Andy Wellinger auf Platz 2 zurückgefallen. Richie Freitag führt jetzt doch relativ deutlich mit 10 Punkten Vorsprung. Severin Freund hat ein bisschen was gut machen können auf Andreas Wellinger. Ein bisschen was ist gut, sogar 16 Punkte. Da wird es vielleicht nochmal eng, aber Richard Freitag hat sich schon mal ordentlich abgesetzt. Da haben wir also noch einen knappen Kampf vor uns und dann geht es gleich am 31.12. weiter, also Silvesterspringen. Wir machen ja alle 4 Springen hier in einer Folge. Wird dann natürlich etwas länger, aber wie gesagt, unsere persönliche 4-Schanzentournee, die wollen wir natürlich mitnehmen. Severin Freund ist auch gleich mal wieder etwas populärer geworden. Da sagen wir nicht nein. So, extra Training und wir schauen die Windverhältnisse an in Garmisch. Naja, Wind kommt schon wieder von links. Nicht so richtig perfekt, aber wir haben das ja bislang immer gut gemeistert und wir kommen jetzt ja durchaus auch in Richtung roter Linie, wo die Schanzenrekorde ja momentan noch liegen. Thomas Morgenstern ist Rekordhalter in Garmisch mit 115 Metern. Das sollte eigentlich irgendwie drin sein. Mal schauen, aber Garmisch ist jetzt auch nicht so mein Ding. Wie gesagt, die deutschen Schanzen generell nicht. Die deutschen Vier-Schanzentournee. Schanzen. Ja, klingt super. So, mal schauen, wo es hingeht. Ach, Mist. Es ging ja nur um Telemark. Mist. Jo, diese Trainingsaufgabe habe ich vermasselt. Aber richtig. So, es tut mir leid, aber dann muss Severin Freund leider ohne extra Training auskommen. Ja, tut mir auch leid. So, natürlich leicht benachteiligt jetzt. Ja, Fitness minus 1, das ist so blöd. Kann gar nicht sagen, wie blöd ich das finde. So, jetzt sollen wir nochmal eine Telemark-Landung machen. Habe ich ja durchaus auch schon mal geschafft. So, oben auf dem Balken Richard Freitag. So, und los geht's. Ja. Ein bisschen verdreht weggekommen. Aber gute Telemark-Landung. 107,5 Meter, auch die Weite lässt sich sehen. Da können wir vielleicht sogar in Richtung 115 Meter springen. Im zweiten Durchgang wieder. Wie gesagt, schade, dass man hier nicht mehr aus der Luke 4 springt im Training. Verstehe nicht, warum man das nicht gelassen hat einfach. Dass man dann da immer kürzer springt, das finde ich persönlich auch doof. Aber nun gut, jetzt bin ich dauernd am Meckern. Ich bin jetzt mal ruhig. Trainieren wir ein bisschen. Jetzt haben wir schon fast 55,7 haben wir. Das ist schon ordentlich. Ja, klar, nehmen wir mit. Nur Vierter. Da, herzlichen Glückwunsch kann man da direkt mal weglassen. 44 Punkte. Auch diese Trainingsaufgaben könnten viel, viel schwerer sein. Ich weiß nicht, warum man das so einfach gemacht hat. Weil es macht echt Spaß, wenn man unter Druck ist bei so einem Sprung. Das ist ja früher dann auch mal mit Freunden gespielt. Und das hat echt Spaß gemacht. Wenn man dann sich dauernd gegenseitig geschlagen hat. Also im Spiel. Oh. Da war der Absprung zu spät, aber der Flug ist super. Die Landung ist ordentlich. Also die Windverhältnisse sind jetzt auch nicht so schlimm. 105,5 Meter und mit vermasseltem Absprung. Da kann man, denke ich mal, ganz gut mit leben. Aber ist ja wurscht, wir sollten ein paar 40 Punkte machen oder 55, sonst irgendwas. Das haben wir natürlich locker geschafft. Nee, 44 waren es sogar nur. Und eine Schnapszahl. Also fürs Schiefliegen ist er nicht gemacht mit dem BMI. Und dann gehen wir in den Wettkampf und versuchen mal die 115 Meter anzugreifen im zweiten Durchgang. Ich glaube, das ist möglich, aber da muss schon ein richtig perfekter Sprung gelingen. So, und los geht's. Die Quali lassen wir natürlich wieder weg, nur Richie darf springen. Ist ja nicht so, dass man dadurch XP, also Erfahrungspunkte oder sonst irgendwas bekäme.
Nur um noch mal ein bisschen im Rhythmus zu bleiben. Der sieht sehr gut aus. Ja, der war super. 108 Meter. 3x19,5. Ganz zufrieden ist er nicht, aber ich denke mal, da kann man zufrieden sein. Dann beginnen wir den ersten Durchgang mit Severin Freund und leichtem Seitenwind, den wir ja eigentlich fast immer haben in letzter Zeit. Das ist eine Seitenwindsaison. So, der geht gut. Geht richtig gut. Boah, der war nochmal weiter. 109 Meter. Einmal die 20, die 19,5, die 19, 107,7 Punkte. Den muss jetzt erstmal einer besser machen. Also von unseren Jungs, ich glaube, der Computer kommt nicht so weit. Aber der war sauber, vom Start weg war der richtig gut. Landemanöver nicht perfekt. Aber an sich, ja, der rechte Arm hat er doch schon. Ja, aber macht er eigentlich immer. Zumindest in der Animation macht er das. So, das muss Andi Wellinger jetzt erstmal schlagen. So, die Musik unten hören wir und perfekter Absprung. Uff. Scheiße. Mal schauen, was die Sprunganalyse sagt. Die Landung war ungültig. Weiß gar nicht warum. Wir schauen uns die Landung nochmal an. Ja. Das tut mir leid. Mal schauen, ob das noch für den zweiten Durchgang reicht. Ja, es reicht sogar erstmal für Platz 4. Ach Mensch. Da wollt ihr, der sah so gut aus vom Schanzentisch aus. Deswegen habe ich gedacht, komm, den ziehst du durch. Boah, das war aber schon wieder sehr knapp. 109 Meter bei 6,2 Punkte, ein bisschen kürzer. Auch eine leicht niedrigere Punktzahl, aber es ist jetzt schon fast ärgerlich, dass wir wieder Severin Freund da auf die Fresse, an die Wellinger haben wir ja auf die Fresse gelegt. 30 Punkte verloren, damit ist er quasi raus aus der Gesamtwertung. Aber 1,5 Punkte nur zwischen Freund und Freitag. Andreas Last, auch ein beschissener Name für einen Skispringer, muss man ja echt mal sagen. So. Und jetzt gilt es natürlich, Richtung Schanzenrekord zu kommen. Mal schauen, Andi Wellinger, den Sturz hoffentlich gut verarbeitet. Und jetzt versuchen wir, über 115 Meter zu kommen. Wird eng, 113,5, schade. Zu früh das Landemanöver, glaube ich, eingeleitet. Da habe ich ein paar, ja, vielleicht ein, zwei Meter verschenkt. Aber ich wollte jetzt auch nicht schon wieder stürzen. Ja, 90,1 ist aber okay. Absprungzeitpunkt 99,9. Balance, es war eigentlich alles tipptopp. Balance im Flug war 92,9, auch in Ordnung. Ja, schon wieder geschlagen, das gibt's doch nicht. Aber ist ja ganz cool, dass die Computergegner mithalten können. Also gut, er hat sich natürlich voll auf die Fresse gelegt in einem Sprung. So, jetzt 115 Meter ist das Ziel. Ja, das müsste doch hiermit geschafft sein. Das müsste doch Schanzenrekord sein. Yes, halber Meter. Jawohl, 118,4 Punkte. Dann haben wir auf der Schanze auf jeden Fall schon mal einen Schanzenrekord gesetzt. Also, wenn wir das nächste Mal in Garmisch springen, wird da wieder Richard Freitag stehen, wie das ja in Park City auch schon der Fall ist. Beziehungsweise, vielleicht kann ja Severin Freund noch einen draufsetzen. Aber jetzt auch nicht volles Risiko gehen. Nicht, dass da noch einer stürzt. Ja, der war ein bisschen kürzer. Aber nur einen halben Meter. Und sogar einen Punkt mehr, ein Zehntelpunkt mehr. 118,5 dank der Haltungsnoten. Das bedeutet, Severin Freund wird gewinnen.
Trotz dem halben Meter kürzer, den er gesprungen ist und vor allem nicht perfekt im Absprung. Da sieht man Absprungkraft nur 90,7, aber die Balance im Flug war besser. Landemanöver war auch nicht perfekt, aber es reicht dann doch. 1,6 Punkte rettet er ins Ziel. Bedeutet, jetzt sind es 11,6 Punkte für Richie Freitag an Führung nur noch. Aber Andreas Wellinger ist jetzt natürlich raus. Der wird Dritter werden im Mixed Cup, wenn er nicht sogar noch überholt wird. Jetzt zweimal nur Vierter geworden, nachdem er das erste Springen souverän gewonnen hat. Könnte man mir ja schon fast Absicht unterstellen, aber ist es definitiv nicht. Ich kann es immer nur wieder sagen, es ist so ätzend. Man kann überhaupt nie einen perfekten Springer hinbekommen. Wow! Windstärke 4,7 von vorne. Super. Schanzenrekord wird fallen, aber sowas von. Das ist auch eine kleine Schanze, Rekord 105. Ich denke mal, da können wir sogar 115 Meter springen. Bin ich mal gespannt jetzt. So. Ja, das ist cool. Sowas liebe ich ja. Ich finde, man sollte mal so eine komplette Aufwindsaison machen können, um die Schanzenrekorde aufzustellen. Hubala. Na, da hätte ich jetzt gedacht, dass der weitergeht. Nur 99 Meter bei dem Aufwind. Es ist halt auch recht böig, wie man da sieht. Da weht auch eine Schneewehe durchs Bild. Der Sprung war eigentlich ziemlich gut. Oh, der war super. Also viel weiter geht's dann doch nicht. Da war ich ein bisschen übermütig. So, was machen wir? Uiuiuiui. Jawohl. Bisschen abgenommen, er ist auch ganz schön dick geworden, der Severin Freund. Ja, der hat einen besseren BMI, aber auch keinen besonders guten. So, was muss er machen? Zwischen 78 und 91 Meter landen. Ach Mensch. Das sind aber nur 13 Meter, innerhalb welcher wir da landen müssen. Also gar nicht so einfach. Egal. So. Mal schauen, ob ich den Absprung vermasse. Da sieht man mal, wie stark der Aufwind ist eigentlich. Aber es ist halt auch keine Fliegerschanze. Man kann sich da nicht so richtig drauflegen. So in der kleinen Schanze ist das nicht so wichtig. Ich denke mal, das müsste reichen. Jo. Schade. Perfekt den Absprung natürlich wieder geholt. Ja. Gut, dass wir das mal trainiert haben. Drehen uns auch ganz sauer zur Seite und hauen in den Schnee und kacken in den Schnee. Nein, machen wir nicht. Das machen wir erst später. Wir schreiben unseren Namen mit Code in den Schnee. Na? Da guckt auch der Jupp ganz erbost auf die Framerate. Jo, strampelt sich ein bisschen ab. Dann geht's weiter und es wird schon wieder gewettet. Ich sag ja die. Ich hasse es. So, mindestens 50 Punkte, das sollte auch drin sein, die 105 Meter. Ich dachte wirklich, wir kommen da näher ran. Brauchen wir den Aufwind vielleicht etwas frontaler, als er jetzt beim ersten Springer war. Bei Severin Freund. Schon sogar gar nicht zu sehen eben im Bild, aber schön. Hauptsache mal ein bisschen Schnee zeigen. So, auf geht's. Letztes Springen des RTL Mix Cups. Jo, da kam der Wind auch schon deutlich besser. 101,5 Meter. Super Haltungsnoten. Ja, doch, also spätestens im zweiten Durchgang ist da definitiv der Schanzenrekord fällig. Ach, wieder nur ein Punkt verloren. Das gibt's doch nicht. So, und ab nach Stams. Detlef Blanke. Ui. Ja, doch. Da wetten wir mal. Das könnte ein enges Duell werden gegen Detlef Blanke. Dann schauen wir uns nämlich das auch mal an.
So, den Quali-Durchgang gibt es natürlich nur wieder für Richie Freitag. Schauen wir mal, was drin ist. Also die 105 Meter glaube ich jetzt aus Luke 3 noch nicht. Aber schön, dass hier so viele kleine Schanzen dabei sind. Da kommt der Wind von der Seite. War aber unruhig im Flug, aber trotzdem wieder 101,5 Meter, auch gute Haltungsnoten. Obwohl ich viel korrigieren musste. Und 20 Punkte Vorsprung, das ist ordentlich. So, und jetzt kommt es aber erst drauf an. Severin Freund eröffnet den ersten Durchgang. Und die 110 Meter haben wir, denke ich mal, definitiv als Ziel. Absprung gut getroffen. Ja, der müsste nochmal weiter als 111,5 sein, oder? 111, 101,5. Nee, waren aber genau 101,5. So, Haltungsnoten waren auch ordentlich. Der gute Severin, der hat's gemacht. So, der dicke Andi mit dem goldenen Anzug. Mal schauen, was jetzt. Kann ja quasi losgelöst von der Erde springen. Nicht losgelöst von der Erde. Uff, aber gerade noch so gelandet. Aber der war kürzer, war an die 100 Meter. Haltungsnoten ordentlich, 110,9 Punkte. Damit wird er auf jeden Fall vorne dabei sein. Und vielleicht auch die direkte Wette mit Detlef Blanke gewinnen. Schauen wir mal. Achso, ist er noch nicht da. Was macht Detlef? Jawohl, 20 Punkte Vorsprung. 0,8 Punkte, die beiden nur auseinander. Jetzt kommt der Führende im Gesamtweltcup, Richard Freitag, der ja auch hier führt im RTL Mix Cup. Perfekt den Absprung erwischt, aber schlechte Bedingungen. Da kam der Wind ganz blöd von der Seite rein. Deutlich kürzer, brauchst dich gar nicht zu freuen. Hast du 10 Punkte Rückstand, du Eumel. Hast deinen Vorsprung verspielt. Was jubelst du denn so? Du bist nur Dritter. Hast 11 Punkte Vorsprung hattest du. Jetzt sind die quasi weg. So, Detlef Blanke hat im zweiten Durchgang nochmal ordentlich einen ausgepackt. Und jetzt natürlich Thema Schanzenrekord. Schaffen wir die 105 Meter? Das ist die Frage. Und jetzt geht es um den Gesamtsieg. Richie Freitag muss vorlegen. Der war zu kurz. 102 Meter, das ist zu wenig. Natürlich der weiteste Satz des Tages, aber da war eigentlich wieder die ähnlich schlechten Windverhältnisse. Also schlechther. Das sieht man auch Balance im Flug, 89,6, da verliert man einfach was, wenn der Wind da von der Seite so reinpfeift. Der Bräuler-Bunker. So, jetzt wird es doch nochmal eng in der Gesamtwertung. Andi Wellinger spielt keine Rolle mehr. Der muss jetzt den Mördersprung rausholen, um noch Chancen zu haben. Und den holt er raus. Wahnsinn. Das neue Schanzenrekord. 106 Meter. Ja, wollte gerade schon sagen, warum ist nichts eingeblendet? Und Supernoten bedeutet eben auch noch eine neue Bestwertung in der Punktzahl. Sauber, sauber. Andi Wellinger. Deutlich in Führung, aber es reicht natürlich nicht mehr, um ranzukommen. Dafür war er eben zweimal nur Vierter. Aber Platz 3 definitiv gesichert in der Gesamtwertung. Jetzt geht es um den Gesamtsieg. 102 Meter hat Richard Freitag vorgelegt. Mal schauen, was Severin Freund. Uff. Was war das denn nach dem Absprung? Da hat es ihn ja komplett verrissen. Ach, scheiße. Jo, damit gewinnt Richie Freitag, aber das war ja. Was war denn das? Gerade mal schauen, ob man den Absprung dann auch sieht.
Boah, da stand er richtig schräg. Da war dann nichts mehr drin und das ist bitter. Richard Freitag wird zwar in Anführungszeichen nur Dritter, aber gewinnt die Gesamtwertung. Das Springen gewinnt Andy Wellinger dank eines super zweiten Durchgangs. Also Richard Freitag dann im Endeffekt mit 4,8 Punkten Vorsprung. Aber das war jetzt schade. Ich dachte wirklich, dass ich mit Severin Freund jetzt noch holen kann. Weil Richie Freitag hier in beiden Durchgängen eigentlich richtig schwach war. Naja, hat dann doch gereicht. Und der RTL Mix Cup geht an Richard Freitag. Und herzlichen Glückwunsch. Noch. Wo kommt der noch? Sachsen? Ich glaube, er kommt als im Osten runter. Und Severin Freund wird Zweiter. Andy Wellinger Dritter. Damit haben wir den RTL Mix Cup geschafft. Unsere persönliche kleine Vier-Schanzentournee hier in der Amateurliga. Und da laute Musik werden wir belohnt mit und 5.000 Euro bekommen wir auch. 45.000 haben wir dann jetzt im Endeffekt schon eingenommen und wir sehen, jetzt geht's nach Liberec, Engelberg und Lahti. Das werden wir in der nächsten Folge machen und es gibt noch ordentlich Springen. In Turin wird noch gesprungen auf einer kleinen Schanze. Das wird alles zum normalen Amateur-Weltpokal gehören und in Innsbruck haben wir eben auch noch unser Finale der 49 Games Tournee, wo ich gar nicht mehr genau weiß, wie es steht. Das werden wir rausfinden und es geht wohl sogar zum Skifliegen nach Vikersund und nach Bad Mitterndorf. Das ist ja geil, das wusste ich auch nicht mehr. Also zum Ende der Saison werden wir dann vielleicht sogar die 200 Meter mal knacken. Wir werden sehen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei beim Skispringen 2007. Bis dann.